So, und da sind wir wieder bei einem neuen Let's Play und wie ihr sehen könnt, Batman Arkham Asylum. Ja, damit werde ich jetzt, ja, meine, ich sag mal, Let's Play Karriere noch ein bisschen aufwerten, denn, ja, jetzt fange ich mit den Konsolen Let's Plays an. Ich habe vorher halt nur die ganzen normalen Let's Plays gemacht, am Computer halt. Und da kam ich wohl irgendwann dazu, Batman Arkham Origins zu spielen. Und ja, würden wir von der Zeitlinie weiter gucken, wäre es eigentlich Arkham Asylum als nächstes, was drankommt. Aber Arkham Asylum ist das erste Spiel und ich hätte eigentlich damit anfangen müssen. Aber ich meine ja nur, das ergibt gerade schon ganz schön viel Zufälle hier. Ich bräuchte eigentlich eine Uhr, um zu gucken, wie lange ich hier aufnehmen kann, aber. Und ihr seht schon, ich hab's sehr oft gespielt. Und auch sehr gerne. Sogar auf schwer. Da habe ich es durchgespielt. Und auf den anderen halt einfach nur leicht, keine Ahnung. Da war ich halt, das erste, das ist mein Speicherstand, da habe ich halt gespielt und mir halt gedacht, ja, ich kenne das Spiel noch nicht so gut, machen wir erstmal auf leicht und dann auf schwer. Ah, das ist Jahre her, wie ihr seht. Komischerweise sind das hier von 2012 Speicherplätze und der oberste von 2014. Wahrscheinlich habe ich nur da zuletzt gespeichert. So. Fangen wir mal an. Helligkeit geht, Untertitel ja, weiter. Normal. Wir müssten nicht unbedingt so einen Schwer-Run machen, obwohl ich das auch immer ganz gerne in dem Spiel gemacht habe. Zurück, du Narr, ich habe eine Bombe! Ah, richtig! Was du aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles. Yo, Frankie. Wie geht's Frau und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Clown. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich? Laufen stört mich nicht. Hey, nicht so fest. Du zerknitterst den Anzug. Bring diesen dreckigen Kretin hier raus. Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Ist das schon erforderlich? Ja, Sir. Er wartet an der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Sharpie liebt seine Kameras. Hey, Sharpie! Filmst du auf meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus.
Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Ja, ich sag erstmal nicht so viel dazu. Obwohl ich eigentlich schon gern was dazu sagen würde. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Weil dieses Spiel, das habe ich in meinen Augen eigentlich das erste Mal, als ich es gesehen habe, war in der DVD von, was war das, Batman, was heißt das? Der zweite Film der Batman-Trilogie, der neueren. Ihr wisst schon. Da habe ich dann als Werbung gesehen, habe ich mir gedacht, boah nee, das sieht ja total scheiße aus und so alles. Dann habe ich es irgendwann mal Jahre später gekauft und fand es direkt total geil. Also das hat schon eine Geschichte mit mir. Wisst ihr was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Das war viel intimer. Mehrere verbotene Gegenstände. Ich will, dass Joker nochmal gesucht wird. Das ist nicht der Patient, das ist... Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir. Batarangs? Batclaws? Batsnacks? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn heraus. Waffen auf ihn gerichtet sind. Lass die nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash. Apropos Zeit. Tick-Tack. Tick-Tack. Hör ich deinen Körper? Was ist los da? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen viel aufholen. Gut. Bleibt hinter mir. Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot, du entkommst mir niemals. Ja, ja, Bildschirme, da werfe ich gern was gegen. Joker! Mit dem auch. Ich bin gleich bei dir, Boss. Ich sag dir, der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das aber schnell. Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen. Und in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Müssen Sie meine Temperatur messen? Ich lasse gern meine Hosen runter. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Ich will da doch nur gegenlaufen. Habe ich noch nie ausprobiert. Beruhigungssystem aktiv. Todesschutzerlaubnis erteilt. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Na? Dann war's wohl einer der Wachen. Croc, alter Junge, bist du das? Macht euch fertig. Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Er sieht wütend aus. Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Setze die Manschette unter Strom. Krieg dieses Tier endlich unter Kontrolle. Bring das Ding Dein hier raus. Spielzeug sofort. Hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman. Ich reiße dich in Stücke. Es ist eine Knappe. Ja, laber mal. Das erinnert mich an was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben.
sollte mir echt einen Timer stellen. Wie ist Batman an der Sicherheitskontrolle? Hui! Tolle Nacht für eine Party! Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten mir hier verliehen konnten? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins. Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starren. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in unserem... Was macht er? Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an. Anwesenheit in unserer Anstalt ist nur kurz. Was? Vertraut du mir nicht? Es wird angeraten, sich ihm zu nähern. Also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen. Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Steh auf! Sofort! Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell, wir verlieren ihn, Doc. Der Schatz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause. Komm rein. Willkommen im Irrenhaus, Batman. Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetroffen. Jetzt lass die Party beginnen. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für die Unterbrechung. Bis vor ein paar Sekunden wollte ich irgendwen in diesem Raum töten und den Landtag anziehen. Aber dann... Sie wissen, wie sehr ich ein aufmerksames Publikum liebe. Ich kann übrigens noch keine von diesen Combo-Teilen. Die konnte ich irgendwie nur auf der PC-Edition. Ich wärme dich nur auf, Bats. Frisch aus der Besserungsanstalt Blackgate. Mit einer Gesamtstrafe von 752 Jahren. Ding, ding, ding. Jetzt kommt Runde 2. Tut mir leid, Batman. Ich muss auf den Pistol gehen. Ich frag mich echt, wie ich die Kombi-Teile da mache, aber das wird mir bestimmt noch irgendwie erklärt. Obwohl, ich weiß gar nicht mal, ob die hier schon drin waren. Waren die schon hier drin? Keine Ahnung. Lang nicht mehr gespielt. Ich
finde einen Weg raus. Zorden, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Mach kein Versprechen, die du nicht halten kannst, Bess. Ich habe die Kontrolle über den Anstalt. Er geht an keinen Ort, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse... Bla, bla, bla! Immer dieses Heldengesülze, wenn ich es zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach und hin? Genau, mein Batarang hat das getan. Ja, Charakterbiografien, die will ich aber nicht durchlesen. Die könnt ihr euch gerne selber durchlesen, wenn ihr das Spiel kauft. Ach wohl, ich kann euch mal zeigen, wie das aussehen würde. Hier so. Könnt ihr euch durchlesen, könnt ihr pausieren. Das zeige ich jetzt einfach nur so. Als Beispiel. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Okay. Ich weiß nicht mal, wie viele Minuten wir jetzt schon spielen. Ich kann nur schätzen. Überall, wo der Verrückte hingeht, folgt ihm mit Sicherheit der Tod. Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen. Die Dosen müssen umsetzt. Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B3. Warnung! Sicherheitslücke auf Ebene B2. Warnung! Sicherheitslücke. Ich mach Hackfleisch aus dir! Mist, jetzt hab ich das verkackt. Verkacke ich doch nie. Sicherheitslücke auf Ebene B1. Ja, ja, wir wissen's. Hey, Batman! Joker ist der Bewachung entkommen. Er läuft frei in Arkham herum. Brauchst du was? Ist mein Dad immer noch da? Commissioner Gordon ist in Sicherheit. Joker hat keinen großen Vorsprung. Ich melde mich. Geh mal zu dem. Was ist passiert? Joker ist passiert. Du hast Glück, dass du noch lebst. Er muss da lang gegangen sein. Die Tür klemmt. Ich versuche sie zu öffnen. Wir brauchen bei der Ruhigstellung Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen Hilfe beim Ruhigstellen. Hört das jemand? Können Sie mich hören? Ich bin bei Batman. Hallo? Wo sind Sie? Brauchen Sie da unten Hilfe? Nein, ich arbeite besser allein. Seth ist frei! Oh Gott, er hat Mike! Franklin, kannst du mich hören? Falls du mich hörst, Hilfe ist unterwegs. Wenn er meint... Oh Mist, ich hätte fast alle vier. So wie es aussieht, ist keine Hilfe unterwegs. Ach, nehmen wir einfach den anderen möglichen Weg. Da wird bestimmt... Ja, da müsste eigentlich dort sein, wo ich hin muss. Ja. Er wurde an den Stuhl geschnallt. Seth ist völlig durchgeknallt. Warte hier. Er wird Mike töten, wenn er sieht, dass jemand versucht, sich ihm zu nähern. Er wird mich nicht sehen. Wenn ich irgendwas sehe, was einer Fledermaus auch nur ähnelt, stirbt dieser Aufseher. Habt ihr verstanden? Das Schwein gekriegt. Ich muss übrigens... auch nachher noch mal gucken, ob das alles vom Ton her stimmt. Aber das wird bald alles, also spätestens zweite Folge dürfte alles richtig sein. Falls das hier falsch ist. Ja, Tipp hier halt. Das ist beschämend. Wie konnte ein Patient wie Victor freikommen? Darüber machen wir uns später Gedanken, Doc. Er will die Wache töten, weißt du? Er muss es einfach tun. Ich glaube, den NPC habe ich noch nie gesehen. Ich bin hier immer vorbeigegangen. Seth hat meinen Kopf.
Kumpel. Er wird ihn grillen. Mach was, bitte. Beschäftigen Sie ihn. Ich muss hinter ihn. Ich muss nah genug ans Herz ran, um zuzuschlagen. Am Boden wird er mich kommen sehen. Deshalb bleibe ich oben. Diese alten Wasserspeier sollten mein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. Oh ja, die Teile mag ich. Sass ist am Boden, aber nicht lang. Nah. Hab ich schon. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Gefällt dir meine neue Uniform? Ziemlich heiß, hä? Huh? Und ich will dir auch was zeigen. Einen Moment, Batman. Ich springe für den alten Mann ein. Der alte Sharpie war nie glücklicher. Falls du es noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Batman, hörst du das? Oracle, ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem. Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Er lügt. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. Der Raum ist verschlossen. Den sollten die vielleicht mal wieder einsperren. Ich weiß. Mit dem Funkgerät. Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie besonders schlau. Ja, nutzen wir eine kleine Abkürzung. Ich wollte hier nur noch mal eben rumlaufen und gucken. Batman hat einen Weg rausgefunden. Er hat den Ventilator von der Wand gerissen. Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blackgate-Gefangene beim Heizkessel. Wer ist das hinter dir? Fast zu. Es ist Joker. Er ist frei. Wie konnte er aufbrechen? Tut mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Ja, Riddler-Trophäen gibt's ja auch. Natürlich, irgendwo müssen die herkommen. Ist ja jedem. Jetzt sind wir wieder genau hier. Sie sind da drin eingeschlossen. Was ist das für ein Zeug? Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Nee, die sind tot. Wem helfe ich da, bitteschön? Nicht mir. Denen auch nicht. Und dir auch. Das ist kein einfacher Ausbruchsversuch. Joker hat das geplant. Bist aber schnell drauf gekommen. Hilf mir! Ihnen wird nichts passieren. Bleiben Sie hier. Wie ist der da hochgekommen? Batman ist hier. Halt noch ein bisschen länger durch, Steve. Ich kann nicht. Ich falle. Ich verfolge das Tier, das das getan hat. Batman, das Absaugsystem! Steve hat versucht, an das Schaltpult am Ende des Raums zu gelangen. Ja, da kann der unmöglich drüber springen, hallo? Also er, ich schon. Ich kann nicht glauben, dass er mich hier gelassen hat. Dieser Sohn einer... Ha, bin sogar an der richtigen Stelle. Das hat mir noch gefehlt, Batman. Ach komm, ich helfe dir.
Sei froh. Hätte schlimmer sein können. Genau dahin habe ich gezielt. Genau dahin. Ich nehme einfach nur das, was ich hier finde. Hallo? Hallo, wenn jemand auf diesem Kanal mithört, bitte antworten. Wir sind eingesperrt, wir brauchen Hilfe. Jetzt bist du nicht mehr eingesperrt, du kannst hier rüber. Boah, ich finde das ein bisschen blöd, dass ich noch nicht diesen einen Move habe, dass wenn ich renne und dann, mich ducke, dass der dann automatisch so voll gut kommt, dahin geflogen kommt. Hier wird nicht spioniert. Ich gehe mal davon aus, dass das hier. Da passiert einfach nichts. Wo kommt ihr her? Wahrscheinlich, wenn man hier weitergeht, kommen wir einfach. So. Aber bevor wir dort weitergehen, würde ich erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.